Herzlich willkommen. Jetzt geht's also wirklich los. Jetzt geht's nicht als Eingemachte, denn wir bereiten das da frisch zu. Und wir fangen natürlich an mit der Vorspeise. Eine einzige Sache möchte ich allerdings vorweg nochmal erwähnen. Was ist mit den Grills zu Hause? Sollte man die schon anmachen? Sollte man die schon vorglühen, vorheizen oder haben wir da noch ein bisschen Zeit? Also die Holzkohlegrills sollte man auf jeden Fall schon mal anfeuern. Die brauchen eine Weile, bis sie durchgeglüht sind. Man kann das auch ganz gut sehen bei unseren Holzkohlegrills. Wir haben hier zwei aufgebaut. Mhm. Die sind beide schon langsam angefeuert. Von einer Viertelstunde haben wir damit angefangen. Okay. In der Zeit, wo wir die Gazpacho vorbereiten, können die dann schön vorglühen, dass wir fürs Flanksteak dann das startklar haben. So. Die kalte andalusische Gemüsesuppe, wie du schon erklärt hast. Bei mir ist immer noch Matthias Apelt vom Ahlmanns, vom Kieler Kaufmann. Und unser Sternekoch wird jetzt anfangen vorzubereiten. Erdbeergazpacho mit Traubenkernöl und gegrillten Fördegarnelen. Was ich vorweg sagen kann, ist, das Traubenkernöl müssen wir nicht selber pressen. Das ist schon fertig kalt gepresst. Das haben wir uns so besorgt. Du bist dabei, eine Zwiebel aufzubereiten und zu schälen. Genau. Das Traubenkernöl ist übrigens, da muss man ein bisschen aufpassen. Wir haben das jetzt gewählt, weil das ein sehr fruchtiges Öl ist, okay, was gut zur Gazpacho passt. Mhm. Dass wir da ein bisschen die fruchtige Komponente mit rein haben. Zu der Erdbeere passt das super. Man kann aber auch genauso gut ein Limonöl nehmen oder ein schönes, feines Olivenöl. Das passt genauso gut. Falls man sieht, das hat man jetzt gerade nicht besorgt, kann man dann nochmal ins Küchenregal greifen und natürlich Ersatz nehmen. Wir schnippeln nicht nur die Zwiebeln, sondern auch gleich die Erdbeeren. Ich mache zu Hause auch viel Erdbeeren für meinen Sohn. Dann immer die Frage, irgendwie, kann man das Grüne mitessen? Nee, das wird weggeschnitten. Das wird weggeschnitten, ja. Weil das giftig ist, würde ich tot umfallen? Oder nein, man kann es prinzipiell mitessen, aber ich glaube, es ist einfach von der Textur und vom Mundgefühl nicht schön. Und deswegen machen wir das weg. Das ist auch für die Farbe nachher so eine schöne knallrote Gazpacho nachher werden. Deswegen auch die roten Zwiebeln, die schönen Komponenten mit dem Tomatensaft, den frischen Tomaten, bisschen frische Kräuter. Und ich glaube, da braucht man das Grün nicht. Alles ist frisch abgewaschen, natürlich genauso wie unsere Hände und der Abstand, den wir halten, in Zeiten wie diesen natürlich besonders wichtig. Und wir haben unsere Paprika hier, die werde ich mal schneiden. Ich mache es mal so, oh, das ist aber ein scharfes Messer. Das ist was anderes als bei mir zu Hause. Ja, musst du vorsichtig sein, ne? Also ich würde das jetzt so schneiden, wie ich es auch zu Hause schneide. Das Gehäuse kommt auf jeden Fall raus, ne? Das heißt, genau, Kerngehäuse raus. Das ist, ich schneide es jetzt einfach in der Mitte einmal auf und ziehe es dann raus und würde es dann wegschmeißen. Genau. Man kann es jetzt, ein bisschen, wenn man es mag, kann man ein bisschen aufheben. Man kann eine Gemüsebrühe von kochen, gerade so Gemüseabschnitte, die wir in der Küche mal aufheben, machen wir Brühe von. Ansonsten kann man es auch wegtun. So. Oh, das sieht ja schon mal richtig professionell aus und ich freue mich endlich mal ein scharfes Messer zu haben. Mit den Kernen, sind die irgendwie, sollte man die auch vermeiden, wenn da so ein paar übrig sind? Sollte man die auf jeden Fall alle wegsammeln? Sollte nichts Gelbes dabei sein? Sollte das Rote der Paprika übrig bleiben? Genau, nur das Rote, das weiße Kerngehäuse kann man, wie gesagt, entweder nur als Brühe benutzen oder wegmachen. Ansonsten, man kann es jetzt, wenn man ein bisschen empfindlich ist, was so die dem Biss angeht, kann man es auch noch schälen. Aber ich glaube, das geht dann für diese relativ robuste Suppe auch ein bisschen zu weit. Ja. Vor uns liegen ja auch schon die Fördegarnelen. Zu denen können wir noch ein bisschen was erzählen. Die sind ja wirklich direkt aus der Kieler Förde. Ihr habt die sogar sozusagen fast vom Bülker Leuchtturm heute Morgen noch geholt. Und die sind natürlich so blau-grau. Die sehen natürlich nicht so aus, wie man sich ja Garnelen vorstellt, die man schon fertig serviert bekommt. Und da weiß ich jetzt ausnahmsweise auch mal was. Diese blaue Farbe, die wird durch die Hitze weggehen. Und es bleibt nur noch die rote Farbe übrig, die nämlich eigentlich schon in der Garnele drin ist. Richtig? Ganz genau. Und dann kann man auch immer erkennen, ob ein Fisch zum Beispiel oder ein Seetier in großen Tiefen lebt oder in besonders kalten Regionen. Je dunkler und grauer und blauer, desto kälter ist das Wasser, in dem dieser Fisch gelebt hat. Richtig? Genau, genau. Siehst du genau. Aber das machen wir dann nachher beim Grillen. Jetzt bereiten wir erstmal vor, schneiden unsere Paprika in kleine Stückchen, machen die Erdbeeren klein, tust sie in diesem Fall schon in den Thermomix. Genau, das sind 500 Gramm Erdbeeren, die ich jetzt vorbereite. Ein Teil davon kommt mit in den Salat rein. Mhm. Die anderen Erdbeeren einfach gewaschen, grob geschnitten, weil wir mixen es ja dann nochmal, kommt in den Thermomix. Ja. Oder in einem ganz normalen Mixer geht auch. Man kann die auch sehr schön, die Gazpacho funktioniert auch sehr schön grob. Man kann sie aber auch schön fein machen, so wie man es mag. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Ich könnte mir jetzt von dir beibringen lassen, wie man so eine Paprika schneller schneidet oder mit diesen Zwiebeln. Dann macht ihr mal so und dann ist das fertig. Aber ich würde mir wahrscheinlich, wenn ich da jetzt ein paar Übungstakes von dir bekäme, mir die Finger abschneiden. Deswegen mache ich das einfach mal so, wie das der Volli Mittmann auch zu Hause für seine Kinder macht. Und den Rest üben wir dann, wenn die Kameras aus sind. Okay? Machen wir so. So, das war es erstmal von uns. Wir bereiten das hier vor mit den Paprika. Die Fördegarnelen kommen natürlich nachher auf den Grill. Die müssen gepult werden. Auch das ein bisschen einfach Kopf abdrehen, Schale drumherum raus. Da gibt es jetzt keinen besonderen Trick, den ihr jetzt hättet, den wir den Leuten mit zu Hause geben können. Genau, einfach bloß anfangen, dass man unter der Schale quasi hier, da wo der Panzer zusammenkommt, da reingreift und die Schale auseinanderbricht auf der Seite, damit man die,
das reine Fleisch nicht verletzt. Wir müssen auch mal ein bisschen Abstand halten, natürlich, aber ich würde jetzt einfach den Kopf andrehen und abziehen. So, da habe ich schon mal den ersten Fehler gemacht. Genau, am besten so ein bisschen abbrechen, damit man auch die Innereien so ein bisschen rausbekommt. Und dann würde ich sozusagen den Anorak aufmachen in der Mitte. Das ist kein Reißverschluss und dann würde ich nach und nach das nach außen wegpulen. Ne? Ganz genau. Man geht hier quasi unten drunter, da sind die Panzer kommen quasi zusammen und sind offen, da wo die Beinchen sind. Und dann zieht man den vorsichtig ab, den Panzer, und hat dann quasi das reine innere Fleisch. Man kann jetzt, wenn man möchte, aus auf optischen Gründen die Schale dran lassen, die hintere Flosse, die sieht natürlich schön aus auf dem Teller. Liebe Köche, ich sage euch mal, im Restaurant freue ich mich, wenn je mehr davon ab ist, ne? Weil ich mich da nicht mehr drum kümmern muss. Und wichtig ist dabei noch, den Darm zu ziehen, ne? Das ist ganz wichtig, den isst man nicht mit. Ach so. Da schneidet man quasi hinten bloß ein und zieht den raus. Jetzt hier sozusagen kann man schon sehen, dass diese schwarze Linie, und die muss ich irgendwie chirurgisch entfernen. Also es geht auch, wenn man den im Ganzen aufschneidet und dann einfach so rauszieht, aber kleiner Schnitt ist ein bisschen netter. Alles klar. Ja? Magst du mal den Darm entfernen? Ich kann das nicht. Habe ich noch nie gemacht. So, okay. Ach ja, siehst du. Ja, das geht ganz einfach. Ja, gut, dass es euch gibt. Was bisher geschah? So macht man das ja auch mal bei Netflix-Serien und so weiter, damit jeder im Bilde ist. Also, die Erdbeeren waschen, das Grün entfernen, die Paprika waschen und längst in Vierteln, das Kerngehäuse entfernen und zur Seite stellen, die Tomaten waschen und grob zerkleinern, die Zwiebel schälen und grob zerkleinern, das hat man alles gemacht. Vom Toastbrot dann den Rand entfernen, ist auch gemacht worden. Genau. Und ebenfalls grob kleinschneiden, jetzt alles bis die Öle in einen Standmixer geben und auf höchster Stufe mixen. Die Öle werden erst so langsam dazu geträufelt, kann man so sagen. Die Öle sind zur Bindung da und natürlich auch gibt es ein bisschen die Geschmeidigkeit von der Suppe. Das ist das, was es ein bisschen interessanter macht. Die Fördergarnelen, natürlich das A und O dieser Vorspeise, liegen hier schon bereit, sind gepult. Da haben wir uns das nochmal genau angeschaut. Auch der Darm entfernt, ganz wichtig. Jetzt kommt auch das Toastbrot mit da rein. Hier sind die Erdbeeren im Mixer drin. Also in diesem Fall haben wir Thermomix. Du tust auch noch ein bisschen Tomatensaft dazu, wie ich sehe. Genau. Ist das Schummelei oder kommt das? Komm mal, das gehört mir dazu. Ne? Das gehört mir dazu. Das gehört dazu. Genau. Und dann kommen nachher nicht nur die Öle da rein, sondern mit Salz und Pfeffer würzen und dann anschließend kalt stellen, unsere kalte Gemüsesuppe, unsere Erdbeer-Gazpacho. Aber ich habe jetzt hier auch so ein bisschen was geschnitten und klein gemacht, das gar nicht da reinkommt, sondern wir servieren zum einen die Suppe. Oh, ich hantiere hier mit dem Messer, ich muss mal ein bisschen aufpassen. aber so halten wir wenigstens unseren Sicherheitsabstand. sondern wir machen auch einen Salat noch, in dem wir, das Ganze ist ja auch eine Darstellungssache bei euch. Ne? Genau, das Auge ist mit, weiß man ja so. Ne? Und deswegen haben wir in den Teller quasi vorher den Salat gegeben, wo dann die Garnelen drauf angerichtet werden, und außenrum kommt die Suppe nachher. So, es soll ja auch ein bisschen schick aussehen, und es soll ja auch, weil wir das ja pürieren und relativ fein pürieren, soll es natürlich auch ein bisschen Textur geben und ein bisschen was zum Beißen bieten. Was heißt beide Öle reinlaufen lassen? Welche Öle sind das denn? Das Traubenkernöl und Olivenöl. Und das Olivenöl. Genau. Und wenn wir gleich den Mixer anstellen, hört man uns nicht mehr. Deswegen blenden wir uns aus und ihr zu Hause könnt alles nach- und mitmachen in Ruhe und auch nachlesen auf rsh.de. Da werden natürlich auch unsere Filme hochgeladen. Vielleicht auch mal bei Facebook vorbeischauen. Mixer, go. Okay. So, jetzt sind wir die Hände weg. Ja, wer grillt denn alles mit in ganz Schleswig-Holstein? Wer ist bei dir, Matthias Abelt? Ja, das ist meine Männerkochgruppe, die normalerweise immer den Samstag wählen als Kochabend, wo ich als Koch natürlich nicht kann. Ja. Freut mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Schönen Gruß dahin. Ja, viele Grüße in alle Haushalte und überall, wo in den Carports oder bei diesem Wetter natürlich auf Rasenfläche frei gegrillt wird. Beim Grillen sind wir noch gar nicht. Im Moment ist im Thermomix die Erdbeer-Gazpacho fertig gemacht worden. Von dir, du hast noch mal irgendwas nachgeschüttet, und zwar einen ganzen Esslöffel. Da dachte ich, ist Zucker, war aber Salz, ne? Ja, genau. Salz ist sehr, sehr wichtig dabei, weil es ist so verstärkt den Geschmack so. Salz ist immer sowas, was Geschmack anhebt, aber man darf natürlich nicht versalzen, das ist ganz, ganz wichtig. Das Ganze wird natürlich auch noch schön angerichtet, deswegen haben wir auch noch einen Salat gemacht aus den Erdbeeren, aus den Zwiebeln, aus den Paprika. Wie das nachher genau funktioniert, sagen wir. Jetzt werden die Garnelen natürlich auf den Grill gebracht. Du hast natürlich eine Knoblauchzehe noch mit dazugelegt und ein bisschen Tannenzweige. Nee, Rosmarin und etwas Lorbeer zum Aromatisieren. Die werden einfach bloß halbiert, die Garnelen. Okay. Und auf einem Plancher, man kann den direkt auf den Plancher oder in eine Pfanne machen.
Planscher sagen jetzt alle, Moment, wir sollten nur einen Grill haben. Man kann also ganz normal, wir nehmen eine Pfanne, eine gusseiserne Pfanne. Man kann auch eine Haushaltspfanne nehmen, die aber nicht mit Plastik stiehlt. Ne? Ganz genau, der schmilzt sonst unter Umständen. Das können wir natürlich auch auf unseren Holzkohlegrill stellen. Da muss man nicht einen Planscher haben. Planscher ist so, muss man sich vorstellen, wie man das aus der Frittenbude kennt, wo da nochmal irgendwie Schollenfilet gewendet wird oder so. Genau, das ist ganz normal eine Metallplatte, die erhitzt wird im Prinzip. Kann aber man wie gesagt, wir können auch die Pfanne direkt im Grunde auf den Grill stellen. Und das wird ganz schnell gehen, gleich, die sind so frisch, die Garnelen, dass sie sofort ihre blaue, graue Farbe verlieren und so aussehen, wie wir sie dann kennen. Ne? Genau, das und ist das Schöne an den Garnelen, dass sie halt wirklich keine langen Transportwege haben. Die sind, gestern haben wir die abgeholt und insofern kann man die auch roh essen. Deswegen ganz, ganz kurz. Die haben gestern selber noch gegrillt, so frisch sind die. So, die kommen in die Pfanne rein. Etwas von dem Olivenöl oben drauf. Wir hören es schon zischen. Und wir riechen es schon zischen. Und Ihnen zu Hause geht es ja sicherlich genauso. Jetzt kommen die Garnelen drauf. Im Grunde ja das, ich weiß nicht, für mich ist es das Highlight. Und sie haben tatsächlich jetzt schon fast die typische Scampi-Farbe angenommen. Das ist ja unglaublich. Du machst noch ein bisschen Öl dazu. Genau, so dass sie schön umnetzt sind. Darf nicht zu viel Öl sein. Aber es muss genug sein, damit diese Bratoberfläche da ist und dass sie schön gleichmäßig braten. Aber bitte nicht in Öl schwimmend. Wir wollen sie ja nicht frittieren. So, das riecht doch schon ganz wunderbar und du nimmst sie jetzt bereits runter. Du hast einen großen, tiefen Teller vorbereitet, in dem steht ein Metallring, sieht aus wie so ein Serviettenhalter oder kennen Sie vielleicht vom Plätzchenbacken Weihnachten. Da kommt dann gleich dieser Salat, glaube ich, rein. Noch bist du allerdings dabei, von allen Seiten die Garnelen so zu kriegen, dass wir wirklich keinen schwammigen Rest Fleischbestand Sie da können haben. Ruhig im Kern noch ein bisschen roh sein. Das ist wirklich auch für ein Biss nachher schön. Man könnte jetzt auch komplett roh als Tartar nehmen. Das ist wirklich auch kein Problem. Aber durch das Braten haben sie natürlich einen intensiveren Geschmack. So, jetzt kommt der Salat. Den wir zubereitet hatten aus Erdbeeren, aus Paprika, aus Zwiebeln. Leicht angemacht mit etwas Öl und Essig. Kommt in die Mitte. Dieser Ring wird ausgefüllt. Also dieser Riesenteller in der Mitte, so ein bisschen, wie wir das kennen aus der guten Küche, immer ein bisschen weniger, weil das Auge ja mit isst und satt macht. Ne? So, und jetzt hast du aber auch noch Platz innerhalb dieses Ringes, der also bodenbedeckt ist mit dem Salat und du tust die Garnelen oben. Oh Gott, sieht das aus. Genau, der Salat ist halt eigentlich dazu da, die Garnelen etwas zu halten und dass sie nicht ganz in der Suppe verschwinden, dass man sehr schön sieht, weil es ja einer der Hauptakteure ist auf dem Teller. Jetzt wird der Ring weggezogen. So, jetzt kommt die Gazpacho. Und die wird drumherum geschüttet. Genau, da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man dabei nicht so spritzt, damit es schön. Man sieht auch, dass sie noch etwas grob ist, also ist auch durchaus gewünscht. Sieht köstlich aus. Oh, und die Farbe. Herrlich. Also ist es auch ein leichtes, nicht knallerot, sondern fast rosa-orange, möchte ich sagen. Und die Garnelen in der Mitte geben dem Ganzen dann natürlich erstmal die Lust zu essen natürlich. So. Und auch das Sahnehäubchen. Das ist sozusagen die Kirsche auf dem Toast Hawaii. In diesem Fall unsere Scampis. Was ist der Unterschied eigentlich zwischen Scampis, Garnelen, Shrimps? Hast du nicht gesehen? Ist relativ schwer. Macht man auch Unterschiede zwischen Europa und Amerika, glaube ich. Ne? Genau, die Bezeichnung ist oft auch wie die Fleischbezeichnung oder die Fleischcuts. In Deutschland heißen sie anders. In jedem Land heißen sie anders und sind aber überall sehr gebräuchlich. Deswegen, es gibt von den Größen Unterschiede der Tiere. Da muss man immer bloß ein bisschen darauf achten, was man haben will. Also du hast jetzt noch Blätter drauf gemacht, nicht nur fürs Auge, sondern auch, welches Gewürz ist das? Melisse oder? Das ist Basilikum, so ein kleiner Baby-Basilikum, von den Blättern her schön klein, garniert das etwas aus. Mhm. Und auf Gazpacho hast du dann einmal nochmal dieses Traubenkernöl gemacht, einmal drumherum gezogen, das sieht natürlich aus. Und das ist der fertige Teller. Sternekoch erwarten. Und ich greife jetzt nochmal zu unserem tiefen, großen Teller mit der Erdbeer-Gazpacho, mit den Förde-Garnelen und mit diesem frischen Salat, der sozusagen als Bodenhaltung da drunter ist, damit uns die Garnelen nicht futschen. Kann ich da jetzt auch einen Fehler machen? Beim Essen muss ich irgendwie mit der Gazpacho anfangen oder kann ich mir gleich einen Scampi nehmen? Oder? Alles mit einmal essen. Ja, alles mit einmal. Das heißt, ich nehme einfach von allem ein bisschen auf den Löffel und Nein! Es ist der Hammer! Das ist eine Geschmackskombination, die ich so tatsächlich noch nicht gegessen habe. Auch von der Temperatur her. Die Garnelen noch warm, Gazpacho natürlich kalt, der Salat auch, der Salat hat knackig darunter. Das Gazpacho weich, dass es wirklich im Mund zerfließt und die Garnele, die auch richtig schön bissfest ist. Toll, wenn ich mir da geangelt habe. Das scheint ja ein richtiger Sternekoch zu sein. Ich kann nicht aufhören, guten Appetit. Ja, das ist das Schöne, weil es auch ausmacht, so, ne? Diese Kombination aus allem. Ich esse das jetzt auf. Kann ja eh keiner mehr. Bei Corona kann ich ja den Teller nicht weiterreichen. Tut mir leid.